des Landesvorstandes. Dafür bitte ich jetzt Marc einmal nach vorne zu kommen und das kurz vorzustellen. So, liebe Freundinnen und Freunde, bevor ich euch jetzt mit meinen Zahlen wie jedes Jahr quäle, habe ich erstmal die wichtige Aufgabe, auf eine Aktion der Berliner AIDS-Hilfe und von Verdiqueer aufmerksam zu machen. Und ich darf dazu Ralf Ehrlich begrüßen, der ein paar Worte zu euch sagt. Könnt ihr trotzdem versuchen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen? Genau. Ja, schönen guten Morgen, also guten Mittag, Quatsch, guten Nachmittag schon. Ja, vielen Dank, eine Initiative auch von Renate Künast, dass wir heute hier sammeln wollen. Zwar sammeln wir für das Projekt der Youth Worker bei uns, die im Jugendstrafverzug unterwegs sind. Und zum Beispiel haben wir momentan Schwierigkeiten, dort Kondome zu verteilen, weil einfach die Senatsverwaltung dafür kein Geld sozusagen rausrückt. Wir wollen aber auch, unser Youth Work Team macht dort aber auch Antidiskriminierungsarbeit, auch gerade gegen Homophobie. Das wollen wir sozusagen unterstützen, das müssen wir selber finanzieren. Und ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier den einen oder anderen Taler vielleicht einzusammeln und zu unterstützen. Ansonsten darf ich euch nur eine gelungene Landesdelegiertenkonferenz wünschen, gute Ergebnisse, tolle Wahlen und danke nochmal auch besonders an Renate Künast, aber ich sehe auch die Anja Kofbinger und die Thomas Birk da sitzen, die auch an meiner Seite der Berliner AIDS-Hilfe sind. Danke. Vielen Dank, Ralf, für die wichtige Aktion. Ich hoffe, ihr findet alle ein paar Münzen und ein paar Scheine bei euch im Portemonnaie und die finden den Weg in die Spendenbox. So, wir haben den Top-Rechenschaftsbericht, der ein Überbleibsel ein bisschen ist der Satzung. Wie ihr alle wisst, machen wir den wirklichen Rechenschaftsbericht, wie wir alle zusammen entschieden haben, immer neuerdings erst im Herbst. Deswegen, aber es ist halt, steht in der Satzung so drin, dass wir bei LDK, also nicht bei Wahlen, bei Vorstandswahlen, das aufzurufen haben. Und natürlich bekommt ihr auch eine Einführung und findet die auch in eurer Tischvorlage, wahlweise auf eurem Pad, die Zahlen. Aber wie auch schon im letzten Jahr werden wir den Vorstand noch nicht entlasten, sondern das in Ruhe tun, wenn die Wirtschaftsprüfer die Zahlen geprüft haben und natürlich auch bei uns die Rechnungsprüfer. Und das wird im Herbst der Fall sein. Nichtsdestotrotz sollt ihr natürlich einen Überblick haben, wie die Zahlen aussieht, damit man auf einer vernünftigen Grundlage natürlich auch über den Haushalt 15 entscheiden kann. Und wie eigentlich jedes Jahr möchte ich eigentlich von hinten beginnen, in der Zeile 114. Da sind nämlich jeweils dann die Ergebnisse. Zum einen seht ihr, dass wir mit einem Überschuss in Höhe von 38.000 Euro geplant haben. Erzielt haben wir 74.000 Euro. Also, ja, das heißt also, ganz so schlecht haben wir nicht gewirtschaftet. Ich werde euch auch gleich noch ein paar Hinweise geben, wo man sagen könnte, okay, vielleicht sind auch ein paar Überschüsse, die wir haben, an einer oder anderen Stelle noch versteckt oder natürlich zielgerichtet gebunden, damit wir da sinnvolle Sachen tun können. Aber ich glaube, wir kommen aus dem Jahr 2014 mit sehr guten Zahlen, die uns guten Schwung gibt für den Wahlkampf 16. Ich werde dies Jahr mal ein bisschen zeilenförmig weggehen, um die Dynamik deutlich zu machen. Ihr seht dann auch im Unterschied zu einem Überschuss von realen 74.000 Euro, dass wir für dieses Jahr nur einen Überschuss von 661 Euro geplant haben. Also ihr seht, da verändert sich was. Und was es genau ist, da kommen wir im Folgenden zu. Wir fangen jetzt nochmal vorne an. Bei den Personalkosten und ihr seht, dass Plan und Ist sehr nah beieinander liegen, wie das sein soll, aber dass natürlich mit den Zahlen für 2015 in Höhe von rund 430.000 Euro wir einen erheblichen Unterschied haben. Der ist zu erklären. Wir haben seit rund zwei Jahren einen Betriebsrat, mit dem wir in sehr konstruktiven Austausch stehen und der auf uns natürlich zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die Dynamik und unseren Löhnen und Gehältern in den letzten Jahren und vielleicht sogar darüber hinaus sehr konservativ war aus der Sicht eines Schatzmeisters und dass es nicht schlecht wäre, wenn sich da was bewegen würde. Ich glaube auch, die Zahlen und die Überschüsse, die wir gemacht haben, zeigen schon, dass da Luft da ist und da wir natürlich auch ein guter Arbeitgeber sein müssen, hat auch der Landesvorstand gesagt, okay, wir brauchen dazu Bewegung. Das hat zum einen dazu geführt, dass wir vereinbart haben und natürlich alles vorbehaltlich heute eurer Zustimmung, dass wir ein Weihnachtsgeld einführen wollen
und dass wir einen Haustarifvertrag geschaffen haben mit einer Perspektive, wie er sich Erhöhungen ergeben bis zum Jahr 2020. Das ist zum einen aus Sicht eines Schatzmeisters natürlich viel Geld. Auf der anderen Seite haben wir auch vereinbart, eine Planbarkeit, die reicht bis zum Jahr 2018, und dass im Endeffekt bis dahin die Lohnentwicklung festgeschrieben ist. So, da in dieser Abwägung mit einer langfristigen Perspektive weit über die nächsten Jahre hinaus hat der Landesvorstand dann gesagt, okay, das können wir verantworten und das können wir auch in den Haushalt reinschreiben, und dem hat sich auch der Landesfinanzrat angesprochen. Also ich würde sagen, das ist schon eine wirklich nachhaltige Änderung zu den letzten Jahren, aber ich glaube auch zu Recht an dieser Stelle und sicherlich auch noch eine Motivation für die sowieso gut arbeitende Landesgeschäftsstelle, mit viel Motivation in den Wahlkampf 2016 zu gehen. Ich würde euch dann noch mal gerne auf die Zeile 23 hinweisen. Da gibt es eine nachhaltige Erhöhung. Wenn ich irgendwas Erklärungsbedürftiges vergesse, ihr habt ja sicherlich gleich alle Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Da haben wir auf jeden Fall, wenn ihr seht, von den Ist-Zahlen 166.000 Euro Ende 14 zu 185.000 Euro Planzahlen in diesem Jahr. Das hängt unmittelbar mit dem BDK-Beschluss, den wir in Hamburg beschlossen haben, zusammen, dass im Endeffekt wir mehr abführen an den Bundesverband. Das sind die Auswirkungen. Ebenso wichtig ist die Veränderung und für jeden Kreisverband in Zeile 25, hängt auch mit der Satzungsänderung des S05 zusammen, dass wir statt pro Mitglied, wie wir es derzeit tun, 1,35 Euro gerne 1,50 Euro abgeben würden pro Monat. Genau, ja, also es sind natürlich keine Riesenbeträge, dennoch muss man natürlich, wir haben heute schon viel über Inflation gesprochen, das nach und nach anpassen. Und wenn ihr eine Zeile darunter guckt, dann seht ihr auch, dass wir in diesem Jahr einmalig 5 Euro pro Mitglied pro Kreisverband an euch geben möchten, damit ihr euch gut auf den Wahlkampf vorbereiten könnt. Man muss das, wie gesagt, Erhöhungen, die in der Satzung stehen, auf jeden Fall mit Fingerspitzengefühl machen. Aber ihr seht, dass wir auf die andere Seite die Möglichkeiten, die wir einmalig haben, die ich gut verantworten kann, dann über den Weg lösen. Deswegen haben wir uns dafür so eine zweigliedrige Maßnahme entschieden. Was nochmal ganz spannend ist, ist, glaube ich, so prinzipiell die Zeile 28. Man kann sich ja schon die Frage stellen, wie kommt es zu so großen Überschüssen, die wir erzielt haben. Da denkt sicherlich, dass wir im Haushalt, das war auch, glaube ich, kein Geheimnis, einen strukturellen Überschuss drin haben. Ich glaube, der mehrheitlich auch so gewünscht ist. Das ist ja auch gut so. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, dass man das nach und nach angleicht. Die Zeile 28 ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass wir halt in der Planung für den Geschäftsbetrieb mit 242.000 Euro mal angefangen sind für die Planzahl 14. Wir sind dann bei 181.000 Euro rausgekommen. Das ist schon ein Riesendelta, gar keine Frage. Und mit der Planzahl für dieses Jahr in Höhe von 211.000 Euro seht ihr, dass wir da auf jeden Fall nach und nach angleichen, damit der Haushalt auch realistisch bleibt und ein realistisches Bild von unseren Finanzen gibt. Weil also wir wollen keine Sparkasse werden und nicht in irgendwelchen Positionen Geld verstecken, sondern es soll natürlich realistisch die Situation der Partei darstellen. Ähnliches versuchen wir dann auch in Zeile 45, ist die gleiche Argumentation, wo wir versuchen auf jeden Fall das nach und nach der Situation anzupassen. Es ist halt bestes Beispiel Zeile 46, wo im Endeffekt auch die Veranstaltung dieser LDK in den Posten vertreten ist. Wir kriegen es halt auch sicherlich auf der guten Arbeit der Landesgeschäftsstelle hin, die auf jeden Fall wesentlich günstiger als vielleicht noch vor 4, 5, 6 Jahren zu organisieren. Auch diese Location ist irgendwie recht günstig, zentral gelegen, wir machen es gerne hier, also da freut sich der Schatzmeister. Nichtsdestotrotz glaube ich, auch in den nächsten Jahren hinsichtlich Wahlkampf werden wir andere Location brauchen und da werden die Zahlen sicherlich teurer werden. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir die 30.000 Euro nicht mehr brauchen und dass wir mit 22.000 Euro klarkommen. So, dann kommen wir zur dritten Seite. Was ist doch auffällig? Was ins Auge sticht, ist Zeile 64, technische Betreuung.
da ziehen wir auf einmal auf Null. Wir wollen das Internet abschaffen, das haben wir ja auch hier beschlossen. Deswegen brauchen wir auch keine technische Betreuung mehr. Scherz beiseite, klar ist, dieser Posten taucht einfach in Personalkosten auf. Der Mitarbeiter, der bisher freiberuflich tätig war, ist jetzt bei uns in den normalen Personalkosten drin. Deswegen ist das einfach eine Umstellung. An Zeile 70 kann man vielleicht entnehmen, dass wir im Jahr 2014 sehr gut gewirtschaftet haben. Ihr seht, dass wir eine Rücklage geplant haben in Höhe von 200.000 Euro. Tatsächlich haben wir jetzt 300.000 Euro zurückgelegt. Also das zeigt schon, dass wir gut gewirtschaftet haben. Das sind 100.000 Euro einfach mal mehr. Die wird dann, wenn ihr auf Zeile 79 guckt, in diesem Jahr ganz gerne auch wieder zur Verfügung stellen möchten. Sprich, 2015 ist halt nicht mehr ganz so lange hin bis zur Wahl. Es gibt Maßnahmen, die müssen in diesem Jahr gemacht werden. Dafür ist es 2016 einfach zu spät mit Analysen. Die würden wir ganz gerne, deswegen haben wir diesen Betrag, den wir letztes Jahr mehr oder weniger eingespart haben, schon zur Verfügung gestellt. Das korrespondiert mit Zeile 106, wo wir es dann auch wieder zur Verfügung stehen. Deswegen ist es dann im Endeffekt in diesem Jahr einfach zur Verfügung und belastet nicht den Haushalt. Und ich glaube, dass das ein gutes Polster ist, um dieses Jahr auch schon die notwendigen Dinge zu tun, um in einen guten Wahlkampfjahr 2016 zu gehen. Ebenso seht ihr Zeile 77, dass auch die Landesgeschäftsstelle fast eine Punktlandung mit den Kosten für die Europawahl dargelegt hat, eher noch ein paar Euro günstiger war. Geht in die Rücklagen, können wir dann für 2016 alles mehr ausgeben. Ja. Das sind im Endeffekt die grundlegenden Dynamiken. Wie gesagt, die Entlastung für den Haushalt 2014 werden wir dann im Herbst auf der LDK machen. Ich habe mich sehr gefreut über die gute Zusammenarbeit, auch in diesem Jahr wieder mit dem Landesfinanzrat und werbe für meinen Haushaltsentwurf 2015. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal für die ausführliche Vorstellung. Und jetzt haben wir noch einen Gesetzenredebeitrag von Oliver Münchow. Sollte es noch irgendwelche konkreten Rückfragen geben, besteht dann natürlich noch mal kurz danach eine Chance, die Frage zu stellen. Ja, Marc, herzlichen Dank für deine Einführung. Ich rede für den Landesfinanzrat und möchte euch auch den Haushalt ans Herz legen. Zunächst möchte ich einen Gast begrüßen. Lieber Benedikt Meyer, der Bundesschatzmeister, ist hier. Schön, dass du da bist. Danke. Dann eine zweite Sache möchte ich auch gleich noch sagen, nämlich zur Landesgeschäftsstelle. Ich war in der Landesgeschäftsstelle, dort kriegt man einen Kaffee und die sieht ganz wunderbar aus, auch wenn sie 30.000 Euro eingespart haben. Wie sie das machen, das weiß ich nicht, aber liebe Landesgeschäftsstelle, ist eine klasse Sache. Kurz zum Wahlkampfhaushalt. Wir werden 2016 tatsächlich mit einem etwas größeren Wahlkampfhaushalt reingehen. Der wird circa ein Plus von 15% beinhalten. Insgesamt summa summarum werden wir also in einen Wahlkampf gehen mit circa 1,4 Millionen Euro. Dann geht es kurz natürlich um die Frage, wie ist es tatsächlich mit den Erhöhungen der Zuschüsse an die einzelnen Bezirke. Ist es gut, das einerseits über die Satzung zu machen, dadurch ist es fest, die Planungssicherheit für die Bezirke ist einfach besser gegeben, ne, weil die können sagen, in der Satzung ist es so. Und zweitens natürlich brauchen wir die Flexibilität, gerade wenn denn eben die Überschüsse da sind, dass einzeln ausgeschüttet werden kann. Das hat auch die Zustimmung vom Landesfinanzrat gefunden. Kurz zu den Arbeitsvertragsvereinbarungen. Darüber bin ich sehr, sehr erfreut, muss ich sagen, dass der Betriebsrat und der Landesvorstand, auch du, Marc, dass ihr euch so gefunden habt. Denn es muss auch im Personal eine Planungssicherheit geben und diese Vereinbarung, die trägt bis zum 31. Dezember 2020. Ich denke, lieber Marc, da darf ich dich auch ein Stückchen weit korrigieren. Wir müssen kein guter Arbeitgeber sein. Wir wollen ein guter Arbeitgeber sein und sind das auch. Da möchte ich gleich noch mit anfügen und darüber freue ich mich auch, dass eine Werkvertragssituation im Internetbereich aufgegeben worden ist und es zum Dienstvertrag umgebaut worden ist. Das halte ich für eine absolut sinnvolle Geschichte. Zu guter Vorletzt noch etwas, nämlich ein kleiner Aufruf an euch. Wir haben einen Posten im Haushalt, den finde ich wunderbar. Allein der Name ist schon schön. Das Ding heißt Aktionshaushalt und wird ausgestattet jeweils mit 50.000 Euro. Liebe Leute, ruft's ab, ja? Wir haben einen Abruf von etwa 35.000 Euro in diesem Jahr und das könnt ihr dann im nächsten Jahr auch nochmal vielleicht ein bisschen besser machen. Und wenn ihr tolle Aktionen habt, tretet an die Landesgeschäftsstelle heran, ruft es ab. Zu guter Letzt möchte ich aus dem Landesfinanzrat heraus, wo ist sie?
Das Finanzreferat. Wo ist es da? Hallo Finanzreferat. Das Finanzreferat ist aber kein Objekt, sondern da steht natürlich auch eine Person dahinter. Und ohne diese Person würde ganz schön wenig funktionieren, denn alle Zahlen, die wir brauchen, auch gerade wir in den Abteilungen, die kommen immer von Diana. Und Diana Schinkel, herzlichen Dank. Diana, darf ich dich kurz hochbitten? Du hast nämlich einen Blumenstrauß verdient in diesem Jahr. Dankeschön, komm. Den habe ich mit dem Schotzi abgesprochen, den kriegst du. Komm. Herzlichen Dank und jetzt eine spannende Wahl. Dankeschön. Vielen Dank auch dafür. Gibt es jetzt erstmal eine ganz konkrete Rückfrage? Dem sieht es nicht so aus. Wenn ihr dann dem zustimmt, dass der Haushalt, so wie er vorgestellt wird, wurde erstmal beschlossen wird, dann hebt bitte eure Karte. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit wurde er mit großer Mehrheit angenommen. Bevor wir jetzt ans zweite Präsidium übergeben, begrüßen wir noch ganz herzlich Gesine Agena und Benedikt Meyer vom Bundesvorstand sowie Therese Kalmer und Erik Marquardt, die Bundessprecher der Grünen Jugend. Herzlich willkommen. Applaus